Hallo! Also, heute ist der 4. Advent und jetzt haben wir nach einer kleinen Pause heute wieder mal vor, so einen kleinen Zwischengerücht zu geben vor Jahresende. Also, wir haben am 1. November unser Richtfest gefeiert und wir haben heute schon am 4. Advent sind wir schon so weit, dass wir die Decken dementsprechend geplant haben, die Technik fertig ist. Die Elektrik mit den hier vorgesehenen Einbaustrahlern, das Ganze hier drüben auch eben die Kücheninstallation, die ganzen Vorinstallationen sind schon alle gemacht und installiert. Der nächste Schritt wird sein, die Spachtelarbeiten. Die Bäder sind schon drin, können wir auch gleich mal sehen. Und ja, wahnsinnig, wie schnell das geht und auch wie exakt und perfekt das Ganze ineinander gegriffen hat. Fantastisch. Vom 1. November diesen Jahres bis jetzt, 4. Advent. Echt heftig, aber wunderschön. Damit haben wir auch nicht gerechnet. Also ich bin schon, wir haben schon viel erwartet, aber in der Perfektion und wie das alles ineinander gegriffen hat, Wahnsinn. Ja. Obergeschoss. Die man sehr schön sehen kann, geht es durch eine schöne breite, 3 Meter breite Hebeschiebetür auf unsere Sonnendachterrasse hier oben. Da ist der Weihnachtsbaum, könnte man meinen. Nein, das ist doch der vom Richtfest, weil wie gesagt, ist noch nicht allzu lange her. Und jetzt gehen wir einfach mal hier rüber in unser wunderschönes Bad. Auch das ist eben, wie eben gerade schon erwähnt, schon fertig, bis auf die Badobjekte. Was man hier sehr schön sehen kann, sind die Fliesen, die T-Lösung. Hier vorne kommen die Waschbecken hin, seitlich rechts die Toilette und links um die Ecke rum ist die begehbare bootgleiche Dusche. Auch hier, wie man sehr schön sehen kann, mit einer Nische eingearbeitet für Duschaccessoires. Wir sind in unserem Büro bzw. Praxisbereich, hier mit Zugang auf den Westbalkon. Hier kommt später noch die Spindeltreppe hin, dass der Zugang dementsprechend getrennt von dem Badebereich ist. Hier mit unserem sehr schönen Panoramafenster in Richtung Westen und in Richtung Park. Was man hier sehr schön erleben kann, ist gerade wenn tagsüber viel Verkehr ist, man hört nichts. Das heißt, der Schallschutz ist wahnsinnig gut und man ist hier einfach in einem geschützten Raum. Und weil Schallschutz ja auch immer ein ganz wichtiges Thema ist, neben dem Wärmeschutz, dann kann man hieran sehen und erleben, wie gut das wirklich ist. Also, fantastisch, wunderbar. Hier oben sieht man mal auch dann die Einführung, die Frischlufteinführung mit den Elementen dementsprechend jetzt noch im Rohzustand mehr oder weniger. Und später wird es dementsprechend, wenn wir hier die Spachtelarbeiten abgeschlossen haben, die Malerarbeiten, dann wird es fertig installiert, wenn die Innentüren drin sind, damit die Luftabstimmung, dementsprechend die Zugabstimmung ganz genau nivelliert wird und eingenivelliert wird. Ja. So, jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung. Wir fangen an, am 28. Oktober hatten wir den Stelltermin auf der Bodenplatte, am 1. November das Richtfest. Direkt danach wurde die Elektroinstallation angefangen und dann die Heiztechnik bzw. die Sanitärinstallation. Dann kam der Estrich rein, dann die Fliesen. Die Decken wurden dementsprechend fertig verkleidet und jetzt ist eigentlich der Stand erreicht, dass wir sagen können, die Waschbecken kommen noch dran, das passiert in der nächsten Woche noch. Dann wäre es schon so, dass man fast einziehen könnte. Was jetzt noch fehlt, sind die Spachtelarbeiten, die beginnen am Anfang des Jahres, dann direkt darauf folgend mit Malervlies die Malerarbeiten und dementsprechend darauf
In der ersten Februarwoche kommen die Bodenbeläge rein, in der zweiten Februarwoche kommt die Küche und dann die Innentür rein. Ja, und dann ziehen wir ein, am 1. März. Ja? Wahnsinn. Also wenn man sieht, wie perfekt das gelaufen ist, wir hätten ohne jetzt zu übertreiben auch zum 1. Februar einziehen können. Wenn wir hier noch das eine oder andere ineinander gegriffen hätten, könnten wir jetzt fast schon einziehen. Also was die Bauzeit angeht und was die Perfektion ineinander geht, einfach nur Wahnsinn. Toll. Das war eine kleine Zusammenfassung von unserem Hornos Home Projekt zum Jahresabschluss 2019. Wir freuen uns, wenn euch unsere Videos gefallen, über einen Daumen hoch. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiter begleitet bei unseren weiteren Projekten, die eben dementsprechend natürlich dann im nächsten Jahr auch weitergehen, genauso wie das Projekt dementsprechend hier weiter begleitet, wir weiter begleiten bis hin zu unserem Einzug. Und ja, dafür erst einmal vielen Dank für eure Begleitung. Wir wünschen euch ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen ganz guten Start in das neue Jahr. Und wir freuen uns, wenn ihr uns, wie gesagt, weiter folgt. Bis dahin, tschüss!